Der TechTV-Wissenscheck ist unter Schülern mittlerweile genauso beliebt wie eine unangemeldete mündliche Prüfung. Heute wollen wir wissen, was ist eigentlich die Referenzzeit? Ja, keine Ahnung. Also wenn in einem anderen Raum jetzt Licht angezündet wird und ich das kurz darauf dann sehe, ist vielleicht die Referenzzeit der Unterschied zwischen dem Zeitpunkt, wo es entstanden ist und wo es wahrgenommen wird. Irgendwas mit Röntgen oder sowas, oder? Keine Ahnung. Irgendwas in der Physik, habe ich schon mal gehört. Aber leider habe ich es abgewählt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe es auch nur zweistündig. Ist es vielleicht die Zeit, an der sich alle Uhren eventuell oder so orientieren? Atomuhr vielleicht? Also ich würde auch am ehesten noch annehmen, dass es jetzt zum Beispiel um eine Atomuhr oder so handelt, auf die man sich halt bezieht, weil die halt am genauesten sind. Also vielleicht eine Zeit, in der bis irgendwie ein Strom kommt oder ja, aber ich weiß nicht genau. Ich würde jetzt mal sagen, irgendeine Zeitspanne, bis etwas passiert. Was für Zeit ist, ist ja klar. Oh, Referenz. Referenzzeit. Ist es die Verfallszeit? Nee, würde mich jetzt erstmal so an einen Schiedsrichter erinnern. Also an Referee. Ist ja Englisch für Schiedsrichter. Keine Ahnung, vielleicht 90 Minuten oder so. Na, da fragen wir mal lieber unsere Referenz für fast alle Themen. Und das ist unser Physikexperte von der Uni Stuttgart, Stefan Müller. Die Referenzzeit heißt richtigerweise koordinierte Weltzeit und nach ihr richten sich alle Uhren auf der Erde. Im Winter entspricht sie genau der Ortszeit von London und eine ihrer Sekunden ist genau so lang wie der Mittelwert von 60 Atomuhren. Die Atomuhren sind die genauesten Uhren der Erde und werden über spezielle Verfahren ausgelesen, die ganz genau eine Sekunde definieren können.